Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück auf der Mod-Vorstellungsmap Hirschfeld, ne? Mal wieder was Neues. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, das ist nichts Neues, den haben wir schon x-mal gesehen. Stimmt, den will ich euch ja auch gar nicht vorstellen, sondern es gibt Neues aus dieser Bausteinwelt und das hat der Modder Lumpy, ne, der bei mir im Discord aktiv ist, der hat da Mods für euch gemacht. Aber bevor wir darüber sprechen, sei mir der Hinweis gestattet. Lumpi hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen. Das ist eine erste Beta. Der hat damit angefangen, die Sachen zu machen. Und da können Sachen auftreten. So ein paar Sachen habe ich schon gefunden. Wir werden aber mal ein bisschen weiter testen. Und ich werde euch natürlich in dieser Vorstellung genau sagen, wo Probleme auftauchen können. Ne? Aber dann lasst uns doch erstmal eben losfahren. Dieses Ding ist tatsächlich leider extrem witzig und spaßig. Aber gehört natürlich nicht dazu. Also auch das nochmal. Das hier ist nicht vom Modder Lumpy, soweit ich weiß. Dieser Wagen, sondern es geht natürlich um das nächste. Nein, auch nicht dieser Glasdrescher, aber ja, Freunde. Hier. Es gibt einen Drescher. Guckt euch das an. Das ist einer der Mods, die ich hier vorstellen möchte. Es ist natürlich kein Original-Lego, sondern es ist Klemmbaustein, ne? Ist wichtig. So, von daher, liebe Leute, hier der Drescher. Und auch tatsächlich, muss man wirklich sagen, sehr fein ausgearbeitet. Die Materialien vielleicht ein bisschen glänzend, aber am Ende des Tages ist das egal. Es geht nicht so richtig um die realistische Darstellung hier, ne? Aber hier seht ihr es entsprechend, das ist wirklich komplett durchgestaltet mit verschiedenen Anschlüssen und Schräubchen und Nippel und Noppel und weiß nicht all, ne? Also, ihr wisst Bescheid. So, und jetzt wollen wir das Ding aber natürlich auch mal testen. Ja, Lumpi hat mir gesagt, Mario, transportiere das Schneidwerk bitte mit einem Schneidwerkswagen. Ja, wollte ich machen. Ich zeige euch da aber ein bisschen was zu, weil das ist tatsächlich eins der ersten Sachen, die mir auffällt. Ich habe hier so einen kleinen Hügel vorgemacht, weil ohne den kriege ich den überhaupt nicht da drauf. Werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. So, auch das Anhängen hier, da ist zwar so eine kleine Kupplung angedeutet, aber die hat keinen Attacher. Das heißt also, das kann man sicherlich auch nochmal korrigieren. Ne? Also ihr seht, ich kriege hier keinen Attacher, ich kann das wirklich nicht anhängen. Ich habe es versucht, geht aber leider nicht. Deswegen fahren wir jetzt dann tatsächlich doch mal ohne Schneidwerkswagen dahin. So, dass es geht, zeigt ja auch dieser Lamborghini da, ne? Oder Leguini oder wie er auch immer genannt wird. So, jetzt schalten wir das Ding erstmal an hier. Und da seht ihr tatsächlich, die Haspel dreht sich. Das ist schon auch witzig. Die ganzen kleinen Zahnrädchen, wisst ihr, da müssen wir erstmal eben aussteigen. Das ist schon cool, oder? Obwohl sich das hintere Zahnrad deutlich schneller dreht, obwohl es die gleiche Größe hat. Das dürfte eigentlich nicht sein, behaupte ich mal. Also, wie gesagt, Beta-Version, da kann sicherlich noch was kommen. Das ist auf jeden Fall der Antriebsstrang, sieht man hier entsprechend. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Ding senken. Und dann fahren wir mal hier rein. Und tatsächlich, das wird runtergearbeitet. Das ist schon witzig, oder? Und der hat tatsächlich eine Schwartablage. So. Wo auch immer das hier gerade herkommt, aber es ist eigentlich schön gemacht. Ja, ist halt mal eine witzige Nummer, ne? Dann mal gucken. So, wir können gleich auch mal einsteigen. Ihr seht, der ist ein bisschen holprig unterwegs. Ich glaube, dem fehlt so ein bisschen die Federung. Ne? Da fehlen die pneumatischen Anschlüsse, aber am Ende des Tages brauchen wir die auch nicht. Moment. Ich fahre mal ein bisschen weiter, ne? Komm, wir wollen ja auch ein bisschen Hafer drin haben. So, Komma drücken, dann haben wir tatsächlich das Häckseln aktiv. Da fehlt so ein bisschen die Textur. Also ja, der Qualm im Hintergrund, aber da fehlt ja so dieses breite Häckseln, ne? Aber auch, wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, ist noch nicht fertig, aber in dem Fall ist es halt was so Besonderes, dass es eben an anderer Stelle besonders ist und von daher
finde ich, kann man da mal ein Auge zudrücken. So, Kameraposition kommt bei mir auch noch nicht so richtig hier, seht ihr, ne? Ich sitze etwas, also diese innere Kameraposition, ich sitze hier tatsächlich im Moment deutlich zu hoch. Das Witzige ist, dass da ein Display drin ist. Aber wie gesagt, hat Lumpi auch extra gesagt, ich habe tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe ihn auch ein bisschen gedrängt, dass er das Ding online stellt, selbst wenn es eine Beta ist. Also bitte nicht. Lasst einfach mal ein Lob da, ne? Für jemanden, der sich irgendwie außergewöhnlich Gedanken gemacht hat, nochmal was in LS zu bringen. Das finde ich wichtig. Natürlich sollt ihr wissen, was daran alles ist und was was daran noch bearbeitet wird, aber das ist wie gesagt eine erste Version. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr entsprechend anständig mit dem guten Lumpi umgeht, dann könnte es sein, dass er das auch in den nächsten LS bringt und dann vielleicht noch verfeinert und weiter daran arbeitet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, sehr cool, aber ich brauche ja für meinen Klemmbausteinhof auch noch was zum Abfahren. Ja, kriegt er, wenn wir hier runtergefahren sind, dann zeige ich euch auch das. Da hat Lumpi auch was entsprechend vorbereitet. Finde schon eher cool, wie was da alles zusammen. Also, ich sage euch ganz ehrlich, man muss ja nicht nur die Klemmbausteine entsprechend dafür haben, sondern man muss ja auch noch sich selber ein Modell ausdenken. Ne? Also, das ist ja irgendwie kein Modell, das irgendwie am Markt verfügt. Also wüsste ich nicht, ich kenne es auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht kennt ihr ja solche Klemmbausteinmodelle, die das schon haben. Aber ich denke mal, dass das wirklich komplett durch ausgedacht ist auf Basis der vorhandenen Steine. Und das ist dann schon cool. Also, wie gesagt, das ist nicht nur den irgendwie zu integrieren in den LS19, sondern das auch dieses Modell zu erstellen. Das ist schon. Jetzt, vielleicht gibt es das auch irgendwo, ich kann euch das gar nicht sagen. Vielleicht hat Lumpi das Modell auch irgendwo hergeholt und baut das so nach und nach eben in den LS ein. Auch das ist durchaus möglich. Gibt's ja. Lumpi. Ein cooler Name. So, meine Lieben. Aber ich schalte den mal aus. Übrigens, Sound, Standarddrescher, ne, da ist jetzt nicht speziell irgendwas dran gemacht. Licht geht auch irgendwas an. Na, seht ihr hier? Ich weiß aber tatsächlich nicht, welche Beleuchtung das ist. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch noch was wegtransportieren. Das Ding ist natürlich, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, ne? Aber ich habe hier hinten in der Halle. Steht das entsprechende Gefährt und der ist tatsächlich schon ein bisschen weiter. Da ist Lumpi ja auch so vom Gefühl weiter, hat er gesagt. Also auch das normaler LKW. Was den Sound angeht. Aber natürlich nicht, was die Funktionsweise angeht. Ne? Na, da seht ihr auch das entsprechend Beleuchtung schon durch mit verschiedenen Ansätzen. Und da ist die Innenansicht auch sauberer, ne? Also seht ihr hier entsprechend, da kann man wirklich passend drin sitzen und sich diese Steine irgendwie aus der Nähe angucken. Wer wollte als Kind denn auch schon mal wie diese Klemmbausteinfiguren, oder damals war es ja Lego, das kann man ruhig sagen, da mal drin sitzen? Jetzt könnt ihr das hier tun. Ja, irgendwo muss die Animation natürlich herkommen. Die könnte man natürlich noch ein bisschen zurücksetzen bei dem Drescher, damit es wirklich so aus dem Rohr rauskommt. Aber am Ende des Tages seht ihr, wir können jetzt Hafer, also hier Zeug transportieren. Wirklich schon eine urcoole Nummer. Und wie ihr seht, der hat halt keine Federung, ne? Hat auch nicht verbaut. Sieht man auch. Ja, so ein bisschen wackelt das hier hoch und runter. Aber wir können den ja mal über unseren Teststand fahren, ne? Wofür haben wir den denn? Das ist ja, man muss ja, also, ist ja wirklich so. Klemmbausteine auf dem Teststand. Gehört natürlich in die Abteilung Kurioses. Ne? Einige von euch sagen jetzt, wofür brauche ich so einen Quatsch? Braucht ihr nicht. Das ist wirklich so ein bisschen Nostalgie. Und dann kann man
da mit dem entsprechenden Gerät schon was anfangen. Ne? Das ist schon cool. Ich finde das irgendwie lustig. Und wenn ihr Spielzeughof machen wollt oder mal mit euren Kindern davor sitzt, dann ihr seht auch, der Kipper kippt nicht, sondern kippt halt so ab. Ne? Also da ist noch keine Animation zum Hochkippen. Aber wie gesagt, das sind Beta-Modelle und da wird noch dran gearbeitet. So, mal eben gucken, vielleicht können wir uns ja hier noch mal was abholen. Ich meine nämlich, da gehen 25.000 Liter rein, hat Lumpi gesagt. Machen wir mal einmal voll. Ja, ich glaube, das stimmt auch. Auch das eigentlich cool, ne? Natürlich ein bisschen einfacheres Modell, da 25.000 Liter, als der Drescher. Der ist natürlich noch komplexer. Aber so, und da seht ihr auch, kippt ja wie so ein Rollband quasi ab, ne? Aber wie gesagt, es geht nicht um den Großteil der Funktion, sondern dass wir jetzt tatsächlich zwei Geräte haben, mit denen wir auf dem Hof arbeiten können, wenn wir das denn wollen. Also ich sage euch ganz ehrlich, in China und Japan, wenn die Dinger wahrscheinlich endlos ankommen, die werden nur noch mit dem Zeug durch die Gegend fahren. Die stehen ja total auf diese bunten Sachen und solche Klamotten. Von daher könnt ihr mir vorstellen, dass man die da finden wird. Ach super. So, meine Lieben. Also, wir schwelgen ein wenig in der Nostalgie unserer Lego-Ereignisse von früher. Was haben wir nicht alles mit Lego gemacht? Heute muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, ob Lego da eingreift. Dann muss man das Klemmbausteine nennen. Aber das ist ja virtuell. Das ist, glaube ich, keine, weiß ich nicht, ist, glaube ich, kein Markt für Lego an sich. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas kommt. Was haben wir denn hier? Jemand mit dem Edding auf dem Teil rumgemalt. Das ist ja frech. So, meine Lieben. Ja. Sagt mir einfach hier, schreibt unter das Video, ob es euch gefallen oder ob ihr die mal nutzen wollt. Die findet ihr bei hot-hq.de auf der Webseite. Links kommen natürlich noch rein. Ich glaube, es sind noch nicht beide online, aber das, was online ist, kommt natürlich in die Videobeschreibung. Und haltet dein Auge auf, ne? Da wird es vielleicht noch mehr geben. Wie gesagt, das kommt noch ein bisschen darauf an, wie ihr so agiert. Wenn ihr freundlich seid, dann haben die Modder Lust, mehr zu machen. Das ist so menschliche Psychologie, ne? Ja, sagt mir, ob es euch gefallen hat und was ihr davon haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dürft ihr natürlich auch kritisch beurteilen, dann aber bitte wertschätzend. Ne? Nicht angreifen, nicht schimpfen, sondern dürft ihr gerne wertschätzend äußern, dass das nichts für euch ist und ihr lieber andere Dinge nutzt. Kann ich auch verstehen. So, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.